glaube hier. Verteidigung koordinieren. Okay. Igel gefallen. Igel gefallen. Brücke vor, Infanterie zu neutralisieren. Achtung, enge Formation. Eine feindliche Netztransformator. Verstärkung abgesetzt. Der Kühlturm ist wieder anscheinend sicher. Greife feindliche Infanterie an. Die, die hier hoch wollten, sind jetzt tot. Also, was mache ich denn jetzt hier? Greife feindliche Infanterie an. Hallo. Die stand doch erst hier vorne. Hm. Alles klar. Verteidigung koordiniert. Alles für unsere Leute immer noch. Verstärkung hinter uns abgesetzt. Oh oh. AGD, AGD, AGD. Jetzt ist er tot. Nee, das ist Chlor, der mir hier. Oh, Flash. Ziel auf feindliche Infanterie. Der Feind hat unser Geschütz ausgeschaltet. Nein. Rücke vor, um Infanterie zu neutralisieren. Ein Mann ist verwundet. Oh, der Chlor, der gefällt mir dort nicht, weil der mich jetzt gleich wieder unter Beschuss nehmen wird. Der Netztransformator wurde beschädigt. Wir verlieren gleich den Netztransformator. Erledigt. Angegriffen. Vorrücken zum Sichern. Der Feind zieht auf den Netztransformator. Immer noch? Ja, da scheint noch einer rumzugammeln. Abschluss bestätigt. Ah, hier. Okay, der ist soweit wieder sicher. Wow. Der Feind hat den Kühlturm zerstört. Nein! Frische Truppen am Boden. Oh, hier sind ja einige. Abschuss der feindlichen Quadrone bestätigt. So, also wie gesagt, hier muss man jetzt sich wirklich sehr, sehr gut aufpassen. Deswegen, wie gesagt, lauern tue ich hier nicht allzu viel, weil man hier wirklich Fuck nochmal aufpacken muss. So. Verbündete Verstärkung kommt zu Hilfe. Funkturm bedroht. Ausrücken zum Sichern. Wir müssen den feindlichen Angriff auf den Netztransformator abwehren. Der Netztransformator wurde zerstört. Nein, nein. Verteidigung ist offline. Rein zum Verteidigen. Feindliche Quad-Drohne erledigt. Oh, oh, hier wird es ja gerade ordentlich überrannt. Ich hoffe, hier gibt es auch Safe Points. Wie komme ich jetzt hier wieder hoch? Leck mich fett in die Fresse. Feindliche Quad-Drohne ausgeschaltet. Greife feindliche Infanterie an. Wir erleiden Verluste. Erwischt. Ja, den möchte ich bitte auswählen. Verstärkung abgesetzt. Eagles am Boden. Die Zeit wird knapp. Wir müssen den feindlichen EMP zerstören. Rücke vor, um Infanterie zu neutralisieren. Hackermodul wird manipuliert. Okay, ich würde sagen, sind sie hier gerade reingekommen. Das ist nicht gerade gut. Feindlicher AGD-Abschluss bestätigt. Oh Gott. Ein Mann ist verwundet. Ja, das bin ich anscheinend. Kann ich den hier irgendwie aktivieren? Den Chlor? Okay, das hier muss ich verteidigen. Ich glaube, mit der Waffe bringt es nicht viel, da drauf zu schießen. Okay, also Granaten tun den wenigstens etwas beschädigen. Okay, und in 9 Sekunden haben wir, glaube ich, die Einrichtung hier erfolgreich verteidigt. Okay. Wow, wo kommt das denn jetzt her? Wir sollen uns doch um den Rest der Feinde kümmern. Natürlich ist dieses Image hier auch Hammer. Verbündete Verstärkung kommt zu Hilfe. Oh, mähen wir sie einfach nieder. Was? Und das war's dann. Basis ist sicher. Missionsziel erreicht. Hammerhart, hammerhart. US Marines Jungs waren mal wieder erfolgreich, auch wenn das sehr, sehr knapp war, indem die nämlich alles zerstört haben. Ah, bestätigen. Warum muss ich mal eine erfolgreiche Mission noch bestätigen? Hm. Und ich glaube, jetzt kommt dann die... Mal gucken, was die nächste Mission wird. Das sollte ja eigentlich wieder eine in der Zukunft sein, theoretisch. Mal gucken. Na komm, Speicher fertig. Oder?
spielen jetzt nochmal Alex Mason. Ich wusste, dass ich mich auf sie verlassen kann. Okay, Story. Eingreifertruppen, also quasi das hier oben sind die Hauptmissionen und das hier unten sind die, naja, Nebenmissionen, sage ich mal. Hier muss man nicht alles spielen, hier oben sollte, muss man alles spielen. Dann benutzen die Pfeiltasten für Super Story. Genau. Schiffbruch Singapur. Ah, okay, also Schiffbruch Singapur ist ein Eingreifertrupp und das hier ist eine normale Mission. Wir spielen wieder Alex Mason in Nicaragua 1986 und ich würde sagen, nee, mit einer Gali spiele ich nicht. Mit der Fall eigentlich auch, nee. Boah, was nehmen wir denn jetzt? Nicaragua ist auf alle Fälle Wüste. Flexvisier drauf. Nee. Extended Mac. Barrett könnte man mitnehmen. Makrovisier nehmen wir nicht mit und auch noch Extended Mac. Flinke Hände, justierbarer Schaft. Ja, hier kann man nicht wirklich viel auswählen gerade. Wie gesagt, hier oben würde ich gerne was anderes noch mitnehmen, aber... Ja, ach doch, jetzt fällt mir was ein, MPs. Verdammt, die ist noch nie nach einer späteren Mission verfügbar. Also den Akku können wir hier auch nie mitnehmen. Doch, Story. Hä, was hat jetzt passiert? Ups, so ein Müll. Also tut mir leid, jetzt muss ich den ganzen Krempel normal auswählen. Nur weil... Kann ich hier wirklich zwei Aufsätze mitnehmen? Ist doch kacke. Ach ja, so, jetzt hätten wir's und los geht's. Was hat so lange gedauert? Der Boss ist also wieder da. Er macht deinen Dad für alles verantwortlich. Und obendran Woods. Jetzt ist er hinter dir her. Junge. Ich denke, Menendez ist am Ende. Ich sehe immer diese Blitze. Die Nacht, als mein Vater starb, ich war noch ein Kind. Warum jetzt? Ach, scheiße. Hab dich nicht hart genug geschlagen. Okay, von Woods haben wir alle Teile. Setzen wir sie zusammen. Menendez war in Nicaragua. Die Info kam von Kravchenko. Er wurde uns vom Narbengesicht persönlich auf dem Silbertablett serviert. Manuel Noriega. Einer von vielen Vorteilen, Präsident von Panama zu sein, ist, dass man die Armee als Privatpolizei hat. Also, die CIA in ihrer unglaublichen Weisheit unterschreibt einen Deal und das Weiße Haus schreibt einen Scheck über 1 Million und jeder macht seinen Freudentanz. Und ab geht's in den Dschungel. Das in Nicaragua war ein Unfall. Wir zielen nicht auf Zivilisten. Oh, oh, oh. Die Infos wurden bestätigt. Wie gesagt, Zeit und Schicksal in Nicaragua 1986. Ich wusste, er würde hier sein. Sind die Männer bereit? Sobald ich den Befehl gebe, dann los. Wanze! Trödeln mir nicht rum, Jungs. Räuchern wir ihn aus. Das ist nicht die Mission, Woods. Er bleibt am Leben. Das Auge hat man den ja schon mal weggeschossen. Auf dem Bild sieht die Schwester ja noch einigermaßen gut aus. Aber jetzt pass auf, was hier rauskommt. Más que la niño, risueño niño. Ich weiß nicht, ob ihr sie seht, aber... Nee, seht ihr doch nicht. Duerme tranquilo, duerme entre tanto, eleva el canto. ¿Cuántas veces te lo tengo que decir que no me molesta?
¿Qué carajo? Si tocas a mi hermana, te lo juro que te mato. ¡Josefina! ¡Este es un monstruo! ¡Animal! ¡Mierda! ¡Dios mío! ¡Dilo! ¡Está loco de remate! ¡Denle un sedante! ¡Téngalo quieto! ¡Rápido! ¡Josefina! Gut. Zumindest erstmal so weit beruhigt. Aber ich glaube, jetzt kommt eine richtig, richtig hammerkrasse Mission. Oder? Aufwachen. Ja, das ist es, doch. Ich sagte aufwachen! Wir spielen jetzt Menendez. In den jungen Jahren. Lo sacaron sin que lo vieran. Ja, vier Männer mussten ihn bändigen. Ein Hurensohn. Warum keine schießt er auf Zeugen. Seine eigenen Leute? Ich habe ihr Leben vor der Hand der Amerikaner gerettet. Verräter. Ein Dankeschön. Ah, perfekt. Das Dankeschön. Nur Jäger. Und die Spatze gehört auch noch uns. Und was ist das? Perfekt. Und tot. Ich glaube, in der Mission kann man mehr oder weniger überhaupt nicht sterben. Ey, so rot wie der Bildschirm hier wird, das ist... Nur, dass das hier auf Rekrut deutlich einfacher war. Das ist, wie schnell man hier oben nachlädt. Hammer, 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 Hammer. Zack, zack. Also wie gesagt, eigentlich könnte man hier deutlich schneller durchpushen. Was war das denn jetzt? Tod. Tod. Wie gesagt, das ist echt eine ziemlich blutige Angelegenheit hier. Jetzt erledigen wir jetzt hier die Leute von Noyega eigentlich. Aber gut, er hat sich ja auch gegen sie gestellt, mehr oder weniger. Was wie ein Hard Candy hier anscheinend, ne? Ja. Wow, scheiß Pferde. Und auch dieser wäre erledigt. Zack. Also wie gesagt, mit der Machete und der Spaß. Eine echt hammer krasse Mission, wenn sie auch das Unrealistische an COD sagt oder zeigt. Ja, weil, wie ihr seht, auch einer, der unter Adrenalin steht, irgendwann ist der denn doch durchlöchert, im Normalfall. Ja, hier das Nachladen von der Spaß. Eigentlich muss da jedes Munitionshülse einzeln reingesteckt werden. Wie man sieht, geht das hier etwas schneller. So, also wir Speed nachladen und ich weiß gar nicht, ob man hier überhaupt nachladen müsste oder ob das hier das Ding einfach unendlich Schuss hat. Josefina, ich komme. Go, 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 go. Ja, red doch mal Deutsch, ich verstehe hier kein Wort. Oh, what? Nee, Hudson ist das. Bam. Gut. Menendez' Schwester Josefina starb bei der Explosion? Wer warf die Granate? Ich wusste nicht, dass sie da war, David. Ich sah nur Menendez und bin durchgedreht. Frank, du drehst nicht einfach durch. Was hat Menendez dir in Angola angetan? Menendez.
Er wollte wissen, was die CIA über ihn wusste. Also hat er meine Leute gefoltert. Da dachte ich, packe aus. Ich sah, wie einer nach dem anderen starb. Dann warf er uns in diese Blechdose und schloss die Tür ab. Ich war Wochen da drin. Ja, ich bin durchgedreht, als ich Menendez wiedersah. Was hättest du denn gemacht? Vor 15 Minuten Agent Hudson, Einsatzkräfte Mason und Woods. Ja, danke für die schöne Einblendung. Das könnt ihr euch selber durchlesen. Unwichtig. Sie ist nicht das Ziel. Wahrscheinlich eine Nutte.